Das eingenommene 8472 Bioschiff hat einen Quantenspalt zwischen dem normalen und dem Flüssigraum aufgedeckt. Durch diesen Spalt hat Spezies 8472 Zutritt zum Alpha-Quadranten. Da Spezies 8472 unseren Assimilationsversuchen widersteht und wir nicht genügend Ressourcen besitzen, sie zu zerstören, müssen wir eine Alternative in Betracht ziehen. Die Assimilation der Humanoiden muss warten. Als das Transwarptor zerstört wurde und wir im Alpha-Quadranten bleiben mussten, strandeten einige humanoide Schiffe im Delta-Quadranten, einschließlich des Schiffes, das von Picard befehligt wird. Auf typisch biologischer Art sorgt sich die gesamte Spezies um diese wenigen Individuen. Wenn wir mit Picard Kontakt aufnehmen und ihn aus dem Delta-Quadranten zurückbringen können, kann er die anderen Humanoiden vielleicht dazu bewegen, uns beim Kampf gegen die Bedrohung durch Spezies 8472 im Alpha-Quadranten zu helfen. Die Tachyon-Nebel, die für ein Transwarptor essentiell sind, sind immer noch in diesem System vorhanden. Doch der gesamte Bereich ist von Spezies 8472 umzingelt. Wir müssen Raum schaffen für die Konstruktion eines Tors. Das Kollektiv muss wachsen. Ja, wunderschöner Nebel. Und weiter. Ah, endlich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Start Let's Play Tactica Armada 2. Die siebte Mission der Borg-Kampagne ist wunderbar genossen. Und hier soll man wohl ein neues Transwarptor aufbauen. Und das werde ich auf jeden Fall machen. Dazu erstmal ein paar grundlegende Technologien bauen. Ein Ferengi-Schiff, das assimilieren wir einfach mal. Ihr könnt es hier abbauen. Ihr könnt es hier abbauen. Du baust mir 1, 2, 3 Stück davon. Einmal hier hin. Du baust mir 3 Bauschiffe. Denn, ich muss gestehen, ich habe die Mission schon gespielt. Hat sie auch aufgenommen, aber wie soll es auch anders sein? Es kam mal wieder zu einem kleinen Fehler. Denn ich weiß nicht, oh nein. Och. Ja, das war jetzt auch ein kleiner Fehler. Verdammt, soll ich das Ding nochmal aufbauen? Okay. Wäre nicht so, als hätte ich es mir nicht denken können, dass sowas passiert. Wobei eigentlich, ach. Mist. Einfach nur Mist. Hallo? Da runterfliegen? Wie schaut's aus? Eventuell Interesse daran? Okay, dann lassen wir den Rest mal hier hinfliegen. Dann bauen wir ein paar Geschütztürme hin. Dann... Gut, der ist fertig geworden. Bauen wir nochmal einen hin, weil ich weiß nämlich ganz genau. Hier werden die ganze Zeit irgendwelche Schiffe kommen, was, ja, unter Umständen relativ nervig ist. Okay, da 2 behalten. Einmal hier was hinbauen. Dann bauen wir nochmal ein paar mehr Bauschiffe. Denn ich habe, ja, sagen wir mal, keine Lust, so lange zu warten wie beim letzten Mal. Das ist dann eigentlich euer Vorteil. Denn ihr müsst nicht zuschauen, wie diese ganzen Konstruktionsschiffe erstmal ewig darüber fliegen und dann ewig darunter fliegen. Okay, das ist gebaut. Koordinierungsschiff. Dann Technologieknoten. Du baust mir... Schön. Eine verbesserte Werft. Du baust mir... Braucht mir für einen Recycler. Deine Technologie Knoten. Dann baust du mir hier nochmal so einen hin. Damit ist schon mal... Ah, okay. Koordination bitte, dankeschön. Ist schon mal verdammt viel gemacht. Gebaut, da wird gebaut, da ist fertig gebaut.
Fahren wir nochmal hin. Denn wir werden den ganzen Quadranten hier mit, sollen wir das noch bauen? Mit Borgschiffen überschwemmen. Wir haben eine kleine Sensorenphalanx hingebaut. Wenn wir ein bisschen mehr sehen. Das gleiche könnten wir eigentlich auch machen. Dann bauen wir. Ja, die bringen nicht so viel, die Assimilatoren, aber die kaufen uns Zeit, bis wir die Borgkuben bauen können. Und wir. Ach Gott. Nach da unten hin. Ganz schnell, ganz wichtig. Na, es kommt zu verschiedenen Zeiten. Kommt, los dahin. Rollen, schnell. Ah, der fliegt genau hier rein, das ist perfekt. Und der wird jetzt einfach mal angegriffen. Oh, oh, okay, okay, das war's wieder zurück. Ist irgendwas bereits fertig? Hier ist nichts fertig, hier ist nicht fertig. Ja. Der ist fertig, okay. Der kann auch mal hier ein Kanönchen hinbauen. Denn was wir ganz dringend brauchen, ist mehr Kanonen. Und, ach komm, mal zurückfliegen. Kann ich sein, dass ich zu weit außen gebaut habe? Ja, und da fängt schon an. Überall Schiffe der Spezies 8472, und zwar verstärkt hier. Was ich jetzt gerade nicht verstehen kann. Was zum... Oha. Warum kommen denn so viele Leute, Schiffe gerade hier entlang? Und das Konstruktionsschiff wurde zerstört. Super. Einfach nur super. Dann müssen wir eben... Na. Kann ich hier irgendwas... Rüberlauf? Nein, hat nichts gebracht. Und Queen, bitte. Bitte, Queen. Queen, zieh dich zurück. Zieh dich sofort zurück. Dankeschön. Wesentlich besser. Wir könnten dann, nachdem die hier abgelenkt sind, den mal nach da drüben schicken. Genauso wie den hier. Dann einmal hier hin. Und... Ja, wir können schon mit der Kuchenposition beginnen. Das ist herrlich. Also, hier können wir es auch schon mal machen. Dann können wir hier die Erweiterung hinpflanzen. Hier müssen... Ach, die haben jetzt hier beide zerstört, ja, war klar. Warum auch nur einen zerstören? Du dürftest zu wenig Personal haben. Ja, dann reparieren wir dich doch mal eben. Hier ist genug Radar. Hier entlang. Die nächste Kuchenproduktion anschmeißen. Halt mal hin. Der baut hier fleißig weiter. Du kommst dort, einmal hier hin. Ja, und hier, wie gesagt, die Armada kommt immer hier hin. Ich habe doch irgendwo noch... Ah, hier. Hier beide kommen mit runter. Muss ich noch irgendwo ein paar Konstruktionsschiffe haben. Ah, hier. Baut mir nämlich eine Sensorphalanx hin. Und halt, 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 halt. Ihr bleibt schön hier. Ja, komm rechtzeitig, komm rechtzeitig. Perfekt. Dann kann ich das Geschützzümpchen hier hin. Und dann zeigen wir denen mal, wer hier der Boss im Stall ist. Weit nach hier unten fliegen, dankeschön. Du bist voll. Dann können Sie hier auch dieses System bitte für mich, danke. So, ihr fliegt wieder nach darüber. Brauchen wir hier irgendwas? Nein, die ganze Technologie ist eigentlich relativ sinnfrei. Ja, und bisher ist es auch noch nicht so gut hier mit der... Ausbeute von einem. 1, 2, 3. Ah, perfekt. 200 Dilithium. Na, komm, komm, komm. Einmal hier hin. Und einmal dahin. Damit kriegen wir mehr Rohstoffe. Was?
gelinde gesagt gut ist. Die haben jetzt keinen mehr. Nein. Hier herrscht gerade Ebbe. Okay, mit den dreien wird es wieder ausreichen. Kommen wir bei die Kuben raus. Okay, das ist gut. Ihr zwei. Ich sagte ihr zwei. Okay, Moment. Hier. Abbauen. Du hier. Abbauen. Ah, und jetzt ist ein Skelett ausgegangen. Gut, dann eben anders. Denn ohne Infrastruktur kein größerer Bau. Torpedogeschütz. Dort unten wurde alles gebaut. Da könntest du eigentlich mal hier runterfliegen. Du sammelst mal wieder Streitkräfte. 3000, ja, wir kommen immer noch zu wenig gerade. Aber nochmal zwei. Dann Antrieb verbessern. Borg recycelt, doch, den brauchen wir. Damit wir Metall in Lithium umwandeln können. Na, Moment. Alle anderen Konstruktionen werden mal eben gestoppt. Du kommst auch mit. Denn ich bin mir doch so gut wie sicher. Ah, nur schöne Feine aus, okay. Dass da unten noch ein Posten war. Sensor langs hier in die Mitte. Ah, da haben wir doch was. Da haben wir es doch schon. Da haben wir hier. Ein Geschütz dahin. Hier haben wir noch eine gewaltige Flasche schon beisammen. Du darfst einmal hier hinwappen. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Planet hier irgendwo war. Ja, da war er. Ah, zurück. Ah, die Kurve geflogen. Beschützt die mal und du kolonisierst. Da Spezies 8472 relativ faul zu sein scheint, brauchen wir die Planeten auch kein Schutzschild geben. Jetzt zwei. Mach da runter. So, die Kuben wurden gestoppt. Jetzt könnten wir Taktikkuben bauen, aber da warten wir jetzt noch etwas ab. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr Infrastruktur. Was wir aber machen könnten, wäre ein erster Angriff. Und ihr, ja, das hattet ihr umsonst eigentlich hier. Ach, ihr könnt die Cardio erkunden. Und ich war bei Wimmung, da kommt sie. Na super. Aber wieder zurück.